ganz kurz, wie lange du schon wohnst, wie viel ihr seid, wie groß eure Wohnung ist und so weiter. Hallo. Also wir wohnen seit 6 Jahren hier. Ich habe 4 Zimmer, 90 Quadratmeter und angeboten habe ich 2 Wohnungen bekommen. Okay, und war das auch so, dass ihr euch innerhalb von wenigen Tagen dafür entscheiden musstet oder nicht entscheiden musstet? Oder wie lief dieses Prozedere des Angebots ab? Na, die eine sollte ich mich sofort entscheiden, nach dem Angucken. Okay, das musste also ganz schnell gehen. Also ihr wurdet also auch wirklich unter Druck gesetzt, ja? Ja, wir hatten auch eine Maklerin, die gar keine Ahnung hatte. Okay, und kannst du noch mal sagen, wie groß eure Wohnung ist und wie viel Miete ihr zahlt? Wir haben 4 Zimmer, 90 Quadratmeter, wir zahlen 780 warm. Okay, und wie sieht jetzt in der Situation jetzt aus? Habt ihr jetzt schon eine Wohnung oder nicht? Nein. Und wann ist die Kündigung? Bis wann dürft ihr hier noch wohnen? Bis 30.06. Gut, und kannst du einfach sagen, wie fühlt ihr euch da? Einfach, ihr werdet jetzt hier rausgeschmissen und ohne Perspektive, ohne Wohnung? Ja, nicht gut. Was soll man dazu sagen? Ja, und was sind jetzt eure weiteren Schritte irgendwie? Habt ihr auch vielleicht vor, irgendwie davor zu gehen oder versucht ihr alles zu schlucken oder wie geht's euch damit? Na, vorgehen bringt wahrscheinlich nicht viel. Okay, ja, dann können wir eigentlich euch trotzdem nur viel Glück wünschen, irgendwie, dass ihr irgendwie noch was findet. Das ist also wahrscheinlich so ein symptomatischer Fall. Entschädigung wurde vermutlich euch auch nicht angeboten oder was wurde euch angeboten an Geld für Umzug und so weiter? Na, die Pauschale. Nur die Pauschale. Wie hoch ist die ungefähr in eurer Wohnung? 1200. Okay. Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Hanna, dass du dich hier sagen gewagt hast, das mal. Wenn ich dich noch was fragen darf. Wie wäre denn das, wenn wir versuchen, dich so zu unterstützen, dass du entweder hier bleiben kannst? Ich meine, wir wissen, wie schwer und wie wenig wir sind, aber es trotzdem zu versuchen. Oder hast du Zweifel oder wie könnten wir dich unterstützen vielleicht so? Also ich glaube, bleiben bringt nichts mehr. Ich glaube, das ist beschlossene Sache und die werden es tun und die werden die Leute einfach rausekeln. Gut, wenn wir eine Idee haben, dass wir das vielleicht anders hinkriegen würden, wärst du bei? Wollen wir es versuchen? Ja. Gut, weil man sollte jetzt nicht in so eine Ohnmacht gehen, auch wenn alles immer relativ schwierig aussieht, muss man sich trotzdem gegenseitig unterstützen und vielleicht finden wir noch ein paar Ideen. Ja. Hallo, das ist Frau Duda, nicht? Habe ich mir. Genau, dann frage ich dich einfach mal, erzählst du auch mal über eure Situation, wie lange du schon hier wohnst, wie groß deine Wohnung ist, wie viel Miete ihr zahlt und so weiter. Ja, also ich wohne jetzt im Juni seit 10 Jahren hier und meine Wohnung ist ungefähr 50 Quadratmeter knapp groß. Ich habe einen Balkon, also ich wohne hinten im zweiten Hinterhaus. Es ist alles grün, ich kann den Garten mitnutzen. Und ja, ich habe mir jetzt mal ein paar Wohnungen angeschaut in dieser Woche und alles, was mich so ein bisschen interessiert, irgendwie ist ungefähr 100, 150 Euro teurer. Okay, also selbst für so eine kleine Wohnung ist es 150 Euro teurer sozusagen. Das ist ja, man muss ja auch davon ausgehen, dass dieser Preis ja auch auf Lebenszeit wahrscheinlich besteht, weil in dieser alten Wohnung würdest du ja, wenn du möchtest, sicherlich würdest du auch gerne weiter wohnen wollen hier, nicht? Ja klar, es ist hier alles wirklich nah. Ich kann zur S-Bahn und habe es dann einfach leicht, zur Arbeit zu kommen. Also ich bin halt auch ein bisschen auf einem guten S-Bahn- oder U-Bahn-Schluss wirklich angewiesen. Ich muss das Mikrofon ein bisschen näher an dich ranhalten, ja? Okay, also du könntest dir vorstellen, wenn die Autobahn hier nicht kommen würde, sozusagen im Prinzip dein ganzes Leben hier zu wohnen. Und wenn man jetzt ausrechnet, 150 Euro mehr Miete, das wären ja im Jahr schon fast 2000 Euro. In 10 Jahren wären es 20.000 Euro. Und da du ja auch bestimmt denkst, noch eine Weile länger sozusagen zu wohnen, wären das ja richtig fette, fünfstellige Summen eigentlich, die eigentlich anständig wären, die es dir zu erstatten, nicht? Klar, ich meine, ich habe ja auch schon an den Senat geschrieben, ich habe da auch eine Petition eingereicht, habe auch noch ein paar Unterschriften gesammelt, wo es einfach auch um diese Mietkostendifferenz geht, wo mir einfach nur geschrieben wurde, ja, das ist, wird abgelehnt. Und der Senat macht ja alles, um eine vergleichbare Wohnung für uns zu finden und was absolut nicht stimmt. Wie war denn das mit der Petition? Ihr hattet ja da einen speziellen Grund. Kannst du das nochmal kurz erzählen? Genau, also uns ging es einfach darum, ja, dass wir einfach eine Mietkostendifferenz bekommen. Also wir haben jetzt im Januar diese Kündigung bekommen und wie gesagt, ich habe jetzt einfach da mal hingeschrieben mit meiner Nachbarin zusammen. Wir hatten jetzt auch nicht so viel Ahnung, aber wir haben halt gesagt, wir möchten gerne was machen, einfach da mal aufstehen.
Und ja, wie gesagt, also ich habe so den Eindruck, es ist ja schön, dass man eine Petition schreiben kann, aber eigentlich ist es, dient es nur dazu, die Bürger zu beruhigen. Und ich hatte auch eher den Eindruck, dass der Petitionsausschuss und Frau Richter sich wahrscheinlich am Telefon kurz absprechen, ja, das und das ist gelaufen und es wird eigentlich nichts gemacht. Okay, also es gab keine befriedigende Antwort darauf. Da war ja noch was mit so einer Datenschutzgeschichte. Magst du es auch mal kurz erzählen? Genau, also wir haben ja alle diesen, ja praktisch Kaufvertrag, also eine Kopie des Kaufvertrages bekommen. Und da waren dann wirklich also private Telefonnummern drauf, Handynummern, E-Mail-Nummern, also E-Mail-Adressen. Und es wurde halt an alle Mieter unseres Hauses verschickt. Und ja, ich habe dann einfach mal gesagt, das geht so nicht und habe da an die Dienstaufsichtsbehörde geschrieben, habe noch aus dem Haus bei uns ein paar Unterschriften gesammelt, die rangeheftet und ich habe dann irgendwann ja, von Herrn Müller einen Brief bekommen, dass er das sehr bedauert, aber es wurde auch nur an mich geschickt, nicht an die anderen Leute und das finde ich einfach auch unbefriedigend. Also man hat offensichtlich den Eindruck, dass die Verwaltung sich überhaupt nicht kümmert, dass ihr denen völlig egal seid, offenbar, also durch so eine Handlung. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Du hast, glaube ich, jetzt noch keine Wohnung oder was? Wie ist jetzt der Stand? Wann ist die Wohnung gekündigt und was sind jetzt deine nächsten Schritte? Also meine Wohnung ist halt zum 30.09. gekündigt. Ja, ich gucke mir halt jetzt verschiedenste Wohnungen an und ja, bin halt auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Okay, und was sind für würdest du noch sozusagen auch vielleicht auch dich irgendwie dagegen einsetzen oder vielleicht auch mit unserer Hilfe irgendwie was tun oder sagst du, mir reicht es hier und ich möchte einfach hier so schnell wie möglich weg? Naja, so schnell wie möglich weg ist einfach nicht so leicht, weil ich möchte dann, wenn ich umziehe, wirklich auch eine Wohnung finden, wo ich mich zu Hause fühle. Das finde ich einfach sehr, sehr schwer. Also ich finde, also aus meiner Sicht habe ich jetzt im Moment genug getan und wie gesagt, ich habe an den Petitionsausschuss geschrieben und ich habe da bewegt sich eigentlich so sehr wenig. Und ich denke, wenn ich eine geeignete Wohnung finden würde, ist so für mich meine Entscheidung, würde ich wahrscheinlich einfach wegziehen, weil es mir einfach zu stressig ist neben Job und anderen Tätigkeiten. Okay, dann genau, Hertha möchte ich auch ganz kurz noch was fragen. Noch die letzte Frage von mir, wie geht es dir sozusagen emotional damit, seitdem du die Kündigung im November bekommen hast? Konntest du noch ruhig schlafen? Also wir haben die Kündigung im Januar bekommen und ja, es macht schon was mit einem, wenn man auch merkt, dass immer mehr Leute ausziehen. Also man fühlt sich halt auch nicht besonders wohl. Okay, dann gebe ich mal an dich weiter. Also wir jetzt von der Initiative, wir hatten mal überlegt, dass wir uns deshalb sozusagen in Kontakt mit euch gehen, weil wir überlegen, wie wir euch konkreter unterstützen können, dass ihr hier bleiben könnt. Jetzt habe ich sozusagen eine Frage, zum Beispiel, wir haben ja ein Interesse jetzt als Initiative, dass die Häuser bleiben und dass die A100 nicht gebaut wird. Ihr habt sozusagen mit eurem Mietvertrag eigentlich ein Pfand in der Tasche. Natürlich ist das für euch total gruselig, weil ihr ja auch wohnen wollt und nicht, wie soll ich sagen, jetzt auch noch irgendwie den Alltag zum Kampf machen wollt, aber wahrscheinlich ist der Alltag ja schon viel Kampf. Ich stelle jetzt mal einfach so eine Frage und die stelle ich gerne auch an alle Bewohner und Bewohnerinnen dieser Häuser. Wie es zum Beispiel wäre, wenn wer sagt, ich finde jetzt nichts und ich will hier auch bleiben und die sollen mich hier raustragen und könnt ihr mich unterstützen und würden wir zum Beispiel die Initiativen, mit denen wir auch verbunden sind in anderen Stadtteilen, sagen, okay, wir setzen uns mit 100 vor die Tür und versuchen so lange wie möglich politisch und juristisch das hinauszuzögern. Wäre sowas eine Option? Also das ist natürlich jetzt so locker gesagt, das kann man mal so locker sagen, weil es natürlich viel Stress ist, aber in so eine Richtung könnte man ja auch mal denken. Magst du irgendwas dazu sagen, wie das sich so anfühlt? Also das könnte ich jetzt so erstmal nicht sagen. Also für mich klingt das eine wie das andere schon echt nach Stress. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin.